So, habe ich das jetzt? Lass mal rutschen. Nein. Darfst du sagen? Ja. Und ich bin so, wie ich bin. Komplexe Väter, was verbindet dich mit deiner Rolle, die du spielst? Naja, es geht ja um ältere Männer und jüngere Frauen. Und ich war ja viermal verheiratet. Und die waren auch teilweise jünger als ich. Ziemlich viel jünger als ich. Und da merkt man dann oder weiß man dann, was es da für Schwierigkeiten gibt. Und es ist einfach, einem mehr zu sagen, es funktioniert auf Dauer. Also ich glaube da nicht dran. Wie ist es denn jetzt, wenn man sagt, du warst viermal verheiratet, ne? Ältere Männer, jüngere Frauen. Hat sich das irgendwie in der Gesellschaft mittlerweile verändert? Weil ich meine, es gibt jetzt den Wendler, es gibt seine Laura. Aber ist es dieses Klischee, was mit diesen Paaren verbunden ist? Hat sich das geändert im Laufe der Zeit, findest du? Oder war das früher schon so ein Skandal? Naja, es war wahrscheinlich früher auch so ein Skandal, nur da wusste man es nicht, weil es noch kein Internet gab. Heute ist ja alles zeitgleich weltweit und insofern ist das heute auch ein Thema, aber ich glaube, das gab es immer schon. Hättest du denn Lust gehabt, vielleicht auch die andere Rolle zu spielen, also die Rolle von Jochen Busse in dem Stück? Nee, das wäre gar nicht gegangen, weil wir zwei völlig unterschiedliche Typen spielen. Jochen ist ja auch mehr im Privatleben so mehr der Korrekte und ich bin ja mehr der Ausgeflippte und so ist es auf der Bühne auch, deswegen stimmt das schon so. Und bist du aufgeregt? Ich meine, du bist jetzt schon gefühlt ewig beim Fernsehen, im Theater. Bist du aufgeregt vor so einer Vorstellung? Nein. Nein? Nein. Wir haben es ja schon mehrere Male gespielt. Also ja. Nein. Okay. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich dich so im Fernsehen sehe, du bist relativ entspannt, ne? Kommt das nur so rüber oder ist es wirklich so, dass du so ganz locker bist? Ja, nee, ich bin entspannt. Ja? Also, naja, ich meine, ich bin kein Herzchirurg. Also ich muss nicht am Herzen, am offenen Herzen operieren und immer die Angst haben, dass was schief gehen könnte. Ich bin auch kein Pilot, der die Maschine sicher landen muss. Das ist eine völlig andere Verantwortung. Mhm. Da kann man schon mal in schwierigen Situationen mal ein bisschen aufgeregt sein. Ich versuche Leute zu unterhalten und das ist alles menschlich. Und wenn ich auf der Bühne mal einen Hänger habe, dann habe ich den. Mhm. Dann sage ich das auch. Und wenn mir im Fernsehen mal nichts einfällt, sage ich auch, dass mir nichts einfällt. Also ich verstelle mich da auch nicht und ich bin so, wie ich bin. Mhm. Fernsehen ist ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt mal Fernsehen und Theater anschaust, wie sich im Laufe der Jahre jetzt geändert hat, ist es denn mittlerweile eine bessere Alternative, einfach mal einen Abend ins Theater zu gehen und die Kiste auszulassen? Also wir merken es schon, dass mehr Menschen ins Theater kommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Fernsehen nicht mehr so ist, dass es alle so ganz mögen. Also es gibt viele Sendungen, die ich einfach nicht schaue, weil ich mich nicht fremdschämen möchte. Fernsehen hat sich verändert, natürlich hat sich das verändert, wie sich alles verändert hat. Aber ich sage mir immer, Gott, ich muss eine Sendung, die ich nicht gucken will, muss ich nicht gucken. Und dann gucke ich sie nicht. Und dann gehe ich lieber ins Theater. Denkst du denn vielleicht irgendwann mal an die Rente? Nein. Weil du machst das bis Ende, oder? Also, Entschuldigung, aber weißt du, wie ich es meine? Ja, ne, ich bekomme ja schon Rente. Ich bin ja schon über 65, aber ich mache trotzdem weiter, weil es Spaß macht. Okay, cool. Meine allerletzte Frage wäre, was wünschst du dir denn für das Stück? Du sagst ja, du hast es schon öfter gespielt. Also ihr habt es schon öfter gespielt. Ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, für Düsseldorf wünsche ich mir das und das? Ich wünsche mir jeden Tag ein volles Haus. Gut, versuchen wir hinzukriegen. Thank you.